Moin ihr Lieben und herzlich willkommen bei Sons of the Forest. Nächste Folge. Ausrüsten. Ich kann es nur ausrüsten. Okay. Wir werden gerade beobachtet. Sieht voll cringe aus. Seht ihr den da? Da? Oh, jetzt kommt er. Okay, er beobachtet doch nicht mehr. Alter, was für eine Keule der hat. Okay, krasser Schrei. Der hat voll die fette Keule. Du gehst voll auf ihn zu. Okay, der hat ein bisschen mehr eine zu große Keule. Ja, hier ist ja noch einer. Eine Keule ist das. Alter, was ist das denn? Wow! Der ist ja komplett rot. Das springt einen so komisch an. Okay, also langsam kommst du die neuen Gegnertypen, habe ich das Gefühl. Ja, ich habe auch so das Gefühl. An welchem Tag sind wir denn? Day 14. Ich muss 14. Irgendwie mal was essen. Warte mal, ich muss mal kurz was essen. Ich bräuchte ein Wasser oder sowas. Oh! Ja, meine Ausdauer ist echt low. Alter, hier sind überall diese Viecher. Holy shit. Oh, sag mal, wir müssen ein bisschen weiter links halten. Hier so rüber. Trink mal kurz was. Und müde bin ich auch schon wieder. Wir haben doch gerade eben geschlafen. Na gut, wir waren ein bisschen rumgehangen, aber. Warte mal, wenn wir jetzt gerade Pause haben, esse ich mal kurz was. Einen, Energieriegel. Obwohl, ich hätte da auch, was sind das, Ramen oder sowas, ne? Ramen. Weiß ich mal eins, mal schauen, wie viel bringt das? Naja, das bringt schon noch gut was, ja. Nice. Ja, die Geräusche sind schon krass, ja. Ich trinke jetzt einfach mal, komm, scheiß drauf. Ich trinke jetzt die Dose hier, zack, weg mit dem Aal. Ist ja nicht hier Umweltverschmutzung oder sowas. Ja. Rüstung habe ich auch. Essen geht. Ich glaube. Oh, Vorsicht! Da ist der Sprungteufel da. Sprungteufel. Alter, du blockst mich sogar in the Forest. Ehrlich, ohne Shit. Ein Riesenwald vor uns und du läufst trotzdem die ganze Zeit vor meine Fresse. Ja, wie ein Handhalter. Oh, ehrlich. Oh. Ja, unsere Wegfindung ist sehr ähnlich. So, da Lächeln. Da ging's rein. Bist du da? Ich weiß nicht genau, wo du bist. Schau auf die Map. Ja, aber die wird bei mir gar nicht angezeigt, diese Höhle. Die wird dir das angezeigt. Das ist keine Höhle. Da blinkt's doch. Das ist doch so ein GPS-Palsender. Ah, ja, stimmt. Okay, dann let's go. Nein! Let's do it. Ach ja. Bin gerade echt ein bisschen am Verzweifeln, ne? Wegen dem Stream. Ja, es ist halt richtig bitter. Genau in dem Moment wieder, wo ein paar Leute da sind, ne? Vor allem neue. Es kommen Leute rein und. Zwei neue Zuschauer und. Ah, leck mich doch am Arsch, ey. Oh, das sieht schon etwas anders aus. Braucht da, glaube ich, auch keine Taschen mehr. Oh, okay. Krass. Aha. Oh, was hängt. Achso, auf der anderen Seite. Batterie. Oh, Batterien gefunden, ist natürlich nice. Oh, schöne Vorratskammer. Oh. Alter, hier drin mag das mein Game gar nicht. Gerade. Man hat echt einen 3D-Drucker. Lol. Druckerharz, das ist kein. Lol. Oh, geil. Pfeile? Trinkflasche. Maske. Enterhaken. Techmesh. Schlitten. Was ist ein Schlitten? Ich mach mal eine Trinkflasche. Ich speichere mal den Aal. Wenn wir schon mal hier drin sind. Wohl, ist da schon noch was drin? Jawohl. Geil, der druckt echt was. Geil. Alter, ich habe hier drin voll die Performance-Probleme. Echt? Ja. Mhm. Oder ist meine. Haben sie meine Einstellung geändert? Ich habe doch Motion Blur. What the fuck? Was ist denn das jetzt? Ich muss mal ganz kurz. What the fuck? Geil. So, okay. Aber das kann man nicht mitnehmen. Dann muss man immer wieder hierher, oder was? Oh, ganz viele Pfeile. Ja. Oh, wie geil. Oh, der Schlitten. 1000 Milliliter. Warte, ich tue noch mal eine Trinkflasche für dich. Oder magst du mal drücken? Ich habe die Trinkflasche ausgewählt. Jetzt machst du mal kurz. Ich hab Hunger. Okay.
Alles ja eine Fundgrube hier. Das ist richtig nice. Den Akkubohrer können wir schon mitnehmen, ja? Machst du schon was? 15, da schwimmen wir nur 15. Ist das schon? Das ist die Dauer. Nee, du musst jetzt dann noch. Ich mag auch mal gucken. Maske, okay, warum Maske? Enterhaken. Tech-Mesh. Okay, Tech-Mesh ist geil, weil da könnte man sich die Tech-Rüstung bauen. Ja. Schlitten? Ach, sieht man eigentlich vor uns. Ach, da sieht man gerade die Tech-Rüstung, glaube ich, wie sie ausschaut, ne? Da ist Poster dran. Oh. Ah ja, stimmt, Arm. Ja, das kann sein, ja. 250 Milliliter mal 10, okay. Aber Pfeile sind auch nice, glaube ich. Also ja, klar, ich würde jetzt mal für 100 Milliliter die Flasche machen. Aber der Schlitten könnte auch nice sein, weil die Frage ist, welcher Schlitten eigentlich? Dass man dann jetzt für einen selber oder für die Baumstämme? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine super gute Frage. Ja, aber es mit dem 3D-Drucker ist eigentlich eine nette Idee irgendwie. Hat was. Weil da kann man auch geile Sachen dann noch nachträglich ins Spiel bringen, sag ich mal. Eigentlich eine gute Idee. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Oder ist meine irgendwie dehydriert oder irgendwas? Weil bei mir ist alles so verschwommen. Sogar im Inventar ist alles verschwommen. Stimmt, bei mir ist auch alles verschwommen. Echt? Sind wir vielleicht schlafen? Ja, genau, schlafen wir mal. Weil ich habe richtige Probleme gehabt. Bei mir ist alles verschwommen, wenn ich mich bewege, ja. Ist alles schwammig. Ich speichere mal, so. Oder ist hier drin irgendwie ein Mittel? Warte, ich schlafe jetzt mal. Aber es war doch hell gerade draußen. Du bist durstig. Okay. Ab jetzt geht's wieder. Oh nee, oder? Irgendwie. Oder? Nee, bei mir ist es immer noch richtig blurry. Aber ist ganz komisch. Aber ist es nur in der Höhle hier? What the heck? Das muss ich mal ganz kurz gucken. Grafik habe ich hier irgendwie. Wieso ist eigentlich meine Grafik hat sich zurückgestellt. What the fuck? Bewegungs... Ja, genau, doch. Das ist... Echt jetzt? Meine Grafik war alles so auf mittel und niedrig. What the fuck? Dämlich. Ja. Oder ist hier unten wenig Sauerstoff oder so? Aber bei mir hat sich... Stimmt alles? Aber... Nee, bei mir hat sich auch... Bei mir hat sich aber auch umgeändert. Bei mir ist alles auf Ultra jetzt. Aber trotzdem läuft es irgendwie? Oder? Für einen oder selber, der Schlitten. Noch? Okay, Metro Train sagt, für der Schlitten ist für einen selber. Ah, okay. Sichtweite, Sichtweite. Komisch, wie es ist. Das ist ja mal jetzt... Das ist jetzt belastend, dass sich das hier alles umstellt. Nächstes. Wohl, das ist, sollte doch alles an sein hier. Halt, nee, das brauche ich nicht. Das kapiere ich jetzt nicht so ganz. Ja, scheiß drauf, nee, ich noch hier anmelden zurück. Hallo, nein. Halt. Naja, gut, dann spielen wir halt mal so derweil. Ja gut, Trinkflasche. Ich wollte mir mal die Trinkflasche angucken. Was liegt denn hier am Boden? Ach, oh, okay. Boah, aber irgendwie... Irgendwas ist anders, ne? So irgendwie schwammig oder sowas. Ich bin gespannt, wenn wir rausgehen, ob es sich wieder ändert. Lol, ich habe noch eine Mutantenbrüstung. Kragen. Hm. Die Bewegungsunschärfe ist eigentlich aus. Ich weiß nicht, ob das jetzt Blumen ist. Hm. Naja, lass uns hier mal weitergehen. Diesen ich trag mal den Mantel. Den habe ich mir mal angezogen. Den Putzenpullover, den habe ich mir mal angezogen. Ich finde die Trinkflasche nicht. Links unten irgendwo. Glaube ich. Ach, hier, ja. Eine Frage: Maske. Wollen wir uns auch mal so eine Maske machen? Meinst du, dass die uns da nicht mehr angreifen? Oder weniger? Ich mach einfach mal. Let's diese look. Trinkflasche da reintun? Hinzufügen? Cool. Entfernen. Erst nochmal so ein Meal, weil ich habe wieder Hunger nach dem Schlafen hier. So. Rote Maske collected. Schauen wir mal. Wo ist die denn da? Aber man kann relativ schnell alles machen, ne? Habe ich das Gefühl. Also das kostet jetzt nicht so viel und ich habe richtig viel von dem Shit. Von ja gut, das ist eine Trinkflasche und eine... Ja, aber das alles andere kann ich eigentlich auch machen. Also ich habe jetzt so viel Zeug von dem Shit.
So, man hat die in der Hand und kann dann vielleicht so durch. Ach, was weiß ich. Müssen wir mal ausprobieren, wie das funktioniert. Machen wir ganz kurz das Licht an. Aber wieso blinkt es eigentlich bei mir immer noch, dass ich so müde bin? Nö, nee, bei mir nicht. Hm. Hab ich irgendwas Komisches gefressen, aber was ist hier los? Naja, ich würde jetzt mal hier hintergehen. Ich komm gleich nach. Ja, den Roboter wäre auch ganz geil. Ja, ich warte mal auf dich, nicht, dass da irgendwas kommt. Oh, wenn das Spiel so Klippe ist. Ich warte mal lieber. Du hast Hunger, du bist müde, du bist durstig. Gut. Ich tue vielleicht doch mal so einen Energy-Drink unterschütten. Ja, ich meine, die sind ja dafür da, sind zu nutzen. Also ich nutze schon regelmäßig Energy und Meals und sowas, weil man findet die ja doch relativ häufig. Na gut, ich komme erstmal mit. Dann können wir ja später noch weitermachen. So. Das ist alles so hell. Warum ist das so hell? Boah, ist richtig grill. Lol. Ich geh mal links rum. Mhm. Alter, ich habe hier mega Performance-Probleme hier drin. Das ist ja... Nee, bei mir geht's. Oh Gott, was war das für ein Geräusch? Okay. So, eine schöne Tasche haben wir hier. Und hier kommen wir nicht weiter, Wettmer. Ja. Okay. Passt. Okay. Also da kommen wir auch nicht weiter. Okay. Gott sei Dank, ich will raus aus dieser Höhle. Das ist ja. In der anderen Höhle haben wir ja so ein fettes Viech eigentlich auch gesehen. Das war. Was war das? Wie teuer war das Tech-Mac? Ach, scheiße, das war zu weit. So, 250. Okay. Achso, wir haben eh gar nichts mehr, 0 Milliliter. Haben wir, ach, du hast Pfeile gemacht? Ja, ich habe Pfeile gemacht, ja. Was sind das für Pfeile? Sind das die Kohlenfasserpfeile? Sag ich dir gleich. Ne, 3D gedruckter Pfeil heißen die. Ah, okay. Ja. Bei den Fallen wäre es noch ganz cool, wenn man das so eine Statistik hätte, wie viel Schaden die machen. Das stimmt. Dass man weiß, welcher besser ist. Ja, das stimmt. Naja, das ist ein bisschen Trial and Error. Oh. 4 PM. Mhm, okay. Ah, du hast gerade ein bisschen Druckerharz hinzugefügt. Ja. Aber ich hoffe dann, dass sie auch die Tech-Rüstung ja richtig was aushält, ja? Weil ich gehe ja davon aus, dass es dann stärker ist wie Mutantenrüstung. Ja, ich gehe auch davon aus. So. Ist noch was drin? 200. Also für Tech-Rüstung rechts nicht mehr. Hä? Hallo? Warum kann ich nichts mehr machen? Ah, jetzt. Schlitten auch nicht mehr. Ein paar Pfeile vielleicht noch. Let's go. Ich baller alles raus. Ich hab's. Was ist eigentlich da dieses Druckerharz? Wo steht das denn? So ein echt wäre auch ein 3D-Drehdrucker schon sehr geil, ne? Also, hätte ich nichts dagegen eigentlich. Crunchy Bunchies. Druckerharz. Ah ja, okay. Vielleicht sterben mit den 3D-gedruckten Fallen endlich mal irgendwie die Reha schneller. Na, wer wünscht es hat. Was braucht man eigentlich für die Tech-Rüstung? Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so easy. Batterien! Oh, man braucht noch Batterien dafür. Oh. Diese Batterien, das leuchtest du oder was? Ja. Musst du nur hier mal schauen. Aufs Poster. Boah, aber dass man noch Batterien braucht, weil so viele Batterien findet man jetzt auch nicht.
Nee, bei Vor allem, wenn man jetzt immer wieder was craften muss, weil die kaputt geht oder so. Geil. Aber den Schlitten, wenn das nur so ein Schlitten ist, wie im ersten Teil so gesagt, die. Oh, scheiße. Hab ich jetzt weggeschmissen? Das ist doch genommen, oder? Ja, aber da stand, du kannst nichts mehr tragen. Und dann dachte ich, dass es irgendwie nach hinten gefallen ist. Ne, ich habe jetzt nichts gesehen. Okay. Wie viele Pfeile hast du jetzt maximal? 20. Okay. So. Naja, ich gehe wieder raus. Ja, ich auch. Schauen wir mal, ob die Performance wieder besser wird, wenn ich aus der Höhle rausgehe. Dunkel, dunkel, dunkel. Was ist raus? Aber es ruckelt nicht so heftig wie im ersten Teil. Das stimmt. Stimmt, ja, ein bisschen flüssiger. Weiß nicht, wollen wir eigentlich da diesen Unterstand irgendwie killen? Ich dachte, das ist ein Busch. Ich muss mal hier ein bisschen probieren, hier kurz, wegen Performance. Okay. Doch, geht. Wunderbar. Jawohl, wir können es eigentlich lassen, das ist die Plane. Können wir es so als Außenposten nehmen. Schnell speichern, so. Ja, jetzt bin ich auch wieder müde, ne? Also, shit. Ja, ich habe es Energy. Oh Gott. Scheiße. Lol, hat der mich gerade erschrocken. Wow, das war doch so. Da ist er weggelaufen. Das machst du schon. Ich traue dir da. Aber ja, doch, jetzt ist dieses Verschwommene weg. Das lag echt an dieser Höhle. Wenn ich ihm. Lol, what the heck? Ja, vielleicht wenig Sauerstoff oder so. Keine Ahnung. Ganz komisch. Oder cringe. Also, Kleber, also Ding ist schon Mangelware, habe ich das Gefühl. Ja. Und Seil wird, glaube ich, auch Mangelware. Und Stoff. Dann theoretisch brauche ich Draht für so eine Tech-Rüstung. Dann. Was auch immer das andere ist, wo ist denn die Scheiße? Batterien braucht man für eine Tech-Rüstung. Ist das Kleber bei euch für die Tech-Rüstung? Und wo ist denn das andere, was ich gerade gemacht habe beim 3D-Drucker? Wo ist denn das? Ach hier. Kombinieren. Tragen. Wow, okay, das ist sogar orange dann. Sehr interessant. Also Knochenrüstung sind so gelblich, Mutantenrüstung sind rot und die Tech-Rüstung ist sogar orange. Okay. Ich sehe gerade. Ach, man sieht ja sogar den Helikopter, glaube ich, auf der Map, der abgestürzt ist. Ja. Yep. Genau hinschaut. Wollen wir in die Höhle gehen, neben dem Helikopterabsturz? Meinst du, ist das vielleicht eher auch so eine Anfangshöhle? Habe ich auch schon drüber nachgedacht, ob das eine Anfangshöhle ist, ne? Fix. Zeig mal her, deine Tech-Rüstung. Danke, Metro Friends, für dein Follow. Ah. Bin mir zwar jetzt nicht sicher, ob es aktuell ist, das müsstest du sagen, aber bei mir im Aktivitäten-Feed ist es aktuell erst. In einer Minute. Cool, vielen Dank. Wie gesagt, es tut uns leid, dass das Stream gerade so ein bisschen rumspackt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Man streamt wochenlang, kein Problem, und dann, naja, egal. Es sieht so aus, als hättest du jetzt ein künstliches Bein mit der Rüstung. Echt? Aber hier beinahe. Okay. Nice. Also ich würde jetzt mal zu dem Helikopter nach oben gehen. Jo. Aber ich bin echt müde. Ich muss schlafen. Das ist eigentlich scheiße. Eigentlich müssen wir mal. Ich muss sagen, ich habe den Alert gar nicht gehört. Ich bin auch nicht mitbekommen. Also zumindest ich weiß es ja nicht. Ich nehme ja nebenbei auf. Ich habe den Stream nicht so richtig offen. Wie ist das eigentlich, wenn du es aufnimmst und da ein Alarm kommt, dann. Ist das eigentlich in deinem Aufnahme? Nee, Aufnahme habe ich ja separat als Szene. Also da habe ich ja die Alarm eingebaut. Ja. Stimmt, genau, ja. Nehmen wir nicht meine Stream-Szene als Aufnahmeszene her.
Aufnehmen tue ich ja auch in 2K und streamen tue ich ja in HD. Also das ist ja auch alles umgestellt. Reh, bleib stehen! Du kleine Schnucke. Also wir müssen dann unbedingt irgendwo mal was trinken. Ist hier irgendwo ein See oder so? Eigentlich wäre hier rechts, rechts ein See. Ich höre doch Wasser. Ja, das ist doch ein Fluss. Ja, da gehe ich hin. Trink jetzt erstmal was. So, was getrunken, nochmal was trinken. Hm? Nee, das Internet reicht ja. Ich habe ja eine 250er Leitung. Am Internet liegt ja nichts, also das ist ja definitiv jetzt heute leider eine absolute Ausnahme. Ja, wir streamen ja schon länger, wir streamen ja schon seit ein paar Jahren. Also das wäre uns aufgefallen, wenn das Internet nicht reichen würde. Ja. So, jetzt pass auf. Ich würde mal das mit der Flasche aus. Hast du deine Flasche aufgefüllt? Wie geht denn das? Stimmt. Die Flasche. Ausrüsten. Hätte ich jetzt fast vergessen. E. Schöne Animation. Muss man zugeben. So. Neu. Ist die jetzt auch voll? Hoffentlich schon. Ja, ich gehe mal davon aus, wenn es einmal drunter hält, dass auch voll ist. Ja, ich mag es erhoffen. So, wo bist du? Da bist du. Okay, Trinkflasche ist jetzt mega nice. Hätte man schon in der ersten Stunde wahrscheinlich sich holen können. Wahrscheinlich, naja. Ja. Aber das muss man ja auch erstmal wissen, das entdecken. Für den nächsten Stream weißt du, wo die ist. Oder meinst du, der Drucker, der geht immer unterschiedliche Orte? Nee. Nee, ne? Ist aber eigentlich fast wieder schade, weil irgendwie, wenn du jetzt nochmal eine Session anfängst, weißt du sofort, wo du als erstes hingehst. Weißt, dass da eigentlich nichts in der Höhle drin ist, keine Gefahr, gar nichts. Du kannst einfach reingehen und dir das Zeug schon holen, alles. Na gut, du hast keine Druckerpatronen-Dinger wahrscheinlich. Gut, das ist. Ich glaube, die kriegt man aber relativ schnell irgendwo. Ja, ich habe die auch ganz viele gehabt. Oh, Seile, nice. Oh, die sind wieder zu. Sehr praktisch. Ja. Fuck, ich kann nicht mehr Druckerhubs nehmen. Scheiße, wir hätten noch ein bisschen was trinken können. Verdammt. Was, du kannst keinen Druckerharz mehr nehmen? Hä, wieso? Nee, ja, ich bin voll. Ja, aber du hast doch alles ausgegeben. Nee, hab ich nicht. Ich hab nichts hergenommen. Du hast da nichts reingezahnt? Nee. Hä, warum nicht? Ich hab da jetzt nichts gebraucht, muss ich sagen. Ich habe ja die Maske gemacht, Trinkflasche. Schlitten habe ich jetzt noch nicht gebraucht. Und Pfeile brauche ich jetzt auch erstmal nicht. Ja, aber wenn jetzt hier wieder alles gespawnt ist, dann kann man ja jederzeit wieder hergehen und das Zeug holen. Ach, du bist komplett im Helikopter wieder? Okay. Ja, wieso? Wo sollst du? Wo bist du? Ich bin zur Höhle gegangen. Ja, ich bin ja gerade hierher gekommen, also. Das sind noch unsere Baumstämme. Stimmt, die spawnen wenigstens. Herrlich. Aber ich war das nicht beim. Oh. Beim allerersten Forest auch so, dass das wieder ein bisschen respawned ist? So? Ja, das ist immer wie respawn, ja. Ich glaube auch, ja. Ey, ganz ruhig. Einfach mal Granaten farmen hier. Bin ein Freund von dir. Mal stehen bleiben, Reh. Aha, dann ist noch eine Box. Scheiße, jetzt rein da weg. Naja, ich gehe jetzt mal zur Höhle vor. Jo, ich komm mit. Bin hinter dir. Also hier wäre noch Druckerharz für dich dann. So, Feldration normal bekommen. Sehr schön, da ist noch ein Seil. Sehr, sehr nice. Noch Stecker. Naja. Was anders. Wenn ich jetzt weiß, dass es bei 1000 begrenzt ist, werde ich vielleicht dann doch irgendwas drucken mal. Dass ich vielleicht dieses Tech-Mesh-Ding da habe. Dann tun wir noch mal. Aber das Holz ist doch. Ist das wieder respawned? Ich bin mir gar nicht sicher. Konserven. Komm mir hier so bekannt vor. Hier waren wir doch drin. Gut. Die kommen mir gerade so bekannt vor. Waren wir hier nicht schon drin? Das weiß ich nicht, ob ich jetzt da drin war oder ob wir da drin waren. Wir am Anfang schon dieser. Ich weiß nicht, ob wir anfangs gleich in eine Höhle reingegangen sind. Haben wir uns das getraut? Echt? Das kommt mir schon sehr bekannt vor.
Obwohl. Ich weiß gerade nicht, ob in der anderen Höhle da Skelette oder echte Leute rumflachsen. Kann schon sein, dass wir in eine Höhle reingegangen sind. Mir auch mega bekannt, von muss ich zugeben. Oh, ein bisschen dunkel hier. Wieso habe ich rohes Fleisch collected? Oh, hier sind viele Schädel. Ja, hier waren wir vielleicht doch noch nicht. Was, ich kann kein Salmon nehmen. Nee. Das geht ja mal gar nicht. Ja, der Knochenbock ist weg. Nee, da waren wir definitiv nicht. Die ist zu groß, die Höhle dafür. Ja. Nein, ich kann auch kein Zahl mehr nehmen. Nein, was kann man bauen? Was basteln wir denn damit? 1, 2, 3, 4. Ich hab keinen Kleber mehr. Scheiße. Was habe ich denn jetzt so viel rohes Fleisch? Wo kommt denn das her? Also gerade aufgesammelt. Ja, aber wieso liegt da einfach rohes Fleisch? Ich hab keine Ahnung. Ich finde das aber nicht schlecht, weil dann mache ich da gleich direkt ein Feuer und brat mal ein bisschen was, weil ich habe eh Hunger. So, was? Ja, da unten bewegt sich irgendwas. Ach, und am Arm hast du auch nochmal Tech-Rüstung. So, pass auf, jetzt. Hä? Hallo? Ah ja. 1, 2, brauchst du auch? Nee, ich bin eigentlich gut gesättigt. Okay, ich tu mal 3 drauf. Kämpfst du jetzt eigentlich immer noch nur mit der Machete oder kämpfst du schon mit dem oder kämpfst du mit dem Schädelkeule? Ich fahr eigentlich mit dem Machete eigentlich. Ah, ich auch, weil die sau schnell ist, ne? Das ist sehr nice. Ja. So ein bisschen wie der Katana im ersten Teil. Stimmt, Katana wäre noch ganz geil. Ich hoffe, dass das kein Kannibalenfleisch ist. Ehrlich, ohne Scheiß. Da habe ich ein bisschen Angst vor. So. So, dala. Dann gehen wir mal runter. Oh ja, da sind überall die blinden Viecher, sehe ich gerade. Nicht mal so unweniger. Warte kurz. Oh Mann, ey. Ich hab's jetzt zweimal geschmissen, ohne anzumachen. Achso, man musste das anmachen. Wow! Oh, das sind viele hier. Kann man die ehen? Ah ja, kann man ehen. Diesmal denke ich dran. An was denkst du? Dass ich nicht E drücke. Das sind einige Monster, ja. Das machst du ganz gut. Ich sehe da ganz viel. Wo ist hin? Ich sehe nur. Lol, der hat das Licht ausgemacht. Ich sehe hier eigentlich nur Mutantenrüstung rumlaufen. Scheiße, die ich auch jetzt brauchen werde. Aua! Also zwei Viecher habe ich schon mal gekillt. Habe ich meine Speer noch? Nee. Ah, die sind echt schnell, ne, wenn die da rumrennen. Gib mal Speer. So, 3 weniger. Helf dir mal ein bisschen. Danke. Noch eine.
Sie so. Tot? So, wo fangen wir an? Ja, so, die da, ja. Okay, 3, 2, 1, go. Ah, die lebt noch! Lol, ich bin schon dabei! Nein! Ah, ich drück doch schnell! Okay, dann die hier. Okay. Was? 3. Welche? Die untere? Oder nee, die obere, die obere, die runterfliegt. Die obere, okay, ja. 3, 2, 1, go. Also das ist auch noch ein nerviger Bug irgendwie. Ja, gut. Oh, vielleicht war das bis... Ist es gar nicht gewollt, dass man... So, dann die hier, oder? Ja, 3, 2, 1, go. Hoffentlich machen wir gerade dieselbe, weil links dann immer noch eine Leiche. Okay, 3, 2, okay. Das geht nicht. Ah, jetzt, oder? 3, 2, 1, go. Aber die sind schon sehr... Geil. Also ich muss zugeben, die sind schon sehr leicht für Mutantenrüstung, ne? Weil die machen irgendwie... Ja, so, da okay, noch eine. Dann die rechte, oder? Ja. 3, 2, 1, go. Nice. Und so, die unteren, dann müssten wir ja die hier. Die müssen wir ja alle haben, glaube ich, ja. Dann hier oben noch. Ah, die haben wir auch, ne? Und was ist mit der hier? Die haben wir auch schon. Die hier. Oder? Aber das sehe ich kein E. Siehst du dann E? Doch, da ja, jetzt. Okay, okay. 3, 2, 1, go. Ja, sehr schön. So, okay, die Flares sind alle ausgegangen. Haben wir noch irgendwo Leichen rumliegen? Nee, ne? 6 Mutantenrüstung, nice. Nice. Die balle ich mir gleich rein. Tragen, 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 tragen. Oh, da sind noch Viecher. Tragen, tragen. Ich bin voll. Das ist ein Viech. Eine Rüstung! Moment. Ich sehe eh. Ich, ja, okay. 3, 2, 1, go. Ich habe das Gefühl, die atmen noch, während wir die häuten. Yeah. Was? Geisteskranker Typ. Obwohl, jetzt haben wir eh schon 6 Batterien, das geht eigentlich. Oh, hier, hier, hier. Was ist denn? Oh, nice, Medic. Das nehme ich mit. Nein. Ich kann deinen Medic nicht mitnehmen. Ich kann auch ein Mir nicht mitnehmen. Wo kann man das hier abbauen? Was ist das? Komm mal hier. Hier ist ein E. Warte, gleich sofort. Ich esse hier einfach mal das Meal. Ich komme schnell zu dir und dann können wir da weiter abrunden. Wo habt ihr die Machete her? Ich überlege gerade. War die am Strand, glaube ich, oder? Kann das sein? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht. For your information, this is what we are looking for. Ja. Das sieht doch sehr danach aus. Es sieht nach einem Pilz aus, muss ich zugeben. Nee, sieht nach... Hier, dem hier. Jetzt aus. Ah. Oh. Also ich glaube, die war am Strand im Zelt, glaube ich. Glaube ich. Strand im Zelt, ja, das kann sein. So. Okay, 3, 2, 1, let's go. Jo, dann bin ich jetzt auch voll mit Rüstung. Sehr schön. So. Ist hier hinten noch irgendwas? Oh, hier geht's wirklich weiter. Na, warte, ich gehe mal kurz zum Medic hinter. Wo ist das Medic? Hier. Hier oben. Ah, okay. Eins ist mir hier runtergefallen. Ich esse das einfach mal. Ich keine Ahnung. Okay, das ist doch ein Kreuz hier, oder? Oh, Klebeband, nice. Stoff. Patronen. Noch mehr Medic. Oh, Batterien. Nice, Batterien nehme ich. Draht. Boah, das Medic also kann ich nicht mitnehmen. Das nervt mich ja. Oh, so viel Medic und ich kann es nicht mitnehmen. Das ist ein Kreuz, okay. Kreuz Collector. Achso, lol, das kann man. Achso. Was? Achso, das Kreuz kann man gegen die Viecher halten, oder was? Wen muss ich jetzt sehen? Fürchtet euch. Da ist ein Kreuz. Boah, so viel Medic. Das ist ja richtig nervig jetzt. Oh, Mann. Okay. Das ist jetzt nervig. Als ob die Angst vor so einem Kreuz haben. Ja, schauen wir mal, ob das funktioniert. Jesus würde euch nun helfen, ja. Das glaube ich auch. So. Also mittlerweile habe ich echt viel Zeug, ne? Also.
Leco Mio. Boah, nee, Stoff will ich jetzt nicht in die Hand nehmen. So. Wo ist denn jetzt... Holz. Nein! Keine Axt. Kommen wir hier weiter? Nee. Nee, hier kommt man nicht weiter. Wo ist denn die Wodkaflasche jetzt hinter? Da hinten ging es weiter. Jo, 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 bin unterwegs. Oh, ich überlege gerade echt, ob ich die Taschen aber ausrüst, weil ich sehe fast nichts. Ich bin irgendwie so geizig. Ja, ich auch, aber irgendwie. Kombinieren? Lol, die Taschen aber kann man kombinieren mit. Batterien. Achso, Batterien. Keine Schrotflintenpatronen, wie ich so richtig gedacht habe. Komm, let's go. Weißt du noch, im ersten Teil war doch die Lampe schlechter wie das Feuerzeug gefühlt, oder? Stimmt, ja. Kann man das jetzt abbauen? Weil die haben ja gesagt, die suchen das. Ja. Glaub nicht. Aber schon versucht. Koffer kann man auch nicht aufmachen. Mich nervt es immer noch, dass man die LED-Strahler nicht mitnehmen kann. Das ist richtig doof. Mm. Die könnte man so gut brauchen, wenn man dann Nacht mal baut oder so. Aber nö. Mega. Ja, doch wieder Fledermäuse. Ich erschrecke mich nicht. Das ist jetzt aber Schleim hier, oder? Boah. Was war das? Wow! Bäh, rechts von dir! Rechts von dir! Brav, ganz brav. Ich tue schon mal eine Granate ausrüsten schnell. Granate, Granate, Granate. Aber sonst ist hier nichts zum Looten? Hast du hier was zum Looten? Ja, vielleicht ich ist es gar nicht. Granate. Nein, vielleicht ist es gar nicht böse. Du schaust ja voll nach ihm aus. Also du schaust. Du schaust auch nicht besser aus. Schau mich mal an, bleib mir so stehen, warte. Nicht so nah, weil sonst hab ich dieses E da. Ist ja räudig. Schön. Ich weiß nicht, ob das freundlich ist. Geh mal hin. Das kommt da glaube ich nicht raus, habe ich das Gefühl. Auch gut. Na? Oh, ich habe eine Zeitbombe aufgesammelt. Macht keinen Schaden, habe ich das Gefühl. Also... Kann man das töten? Das nee, irgendwie passiert da nichts. Also du kannst gerne mal deine Granate schmeißen, dann sehen wir ja, was passiert. Ich werfe mal einen Molly. Oder einen Molly werfen, ja, alles gut. Den muss man noch anzünden. Okay. Lol, das ist doch dämlich. Na gut. Nee, das ist voll geil eigentlich. Du mit deinen Flares, ich mit meinem Molly. Wow. Hm. Also er selber brennt nicht so wirklich. Nee. So, jetzt noch eine Granate hinterher und dann können wir ja gehen, wenn nichts passiert. Und dann weiß ich auch nicht weiter. Bei der Granate habe ich ein bisschen Angst, muss ich zugeben, wie weit die geht. Nee, ich glaube, das Vieh kann man nicht killen. Ich schmeiß die Granate. Und ich schmeiße! Mann, Witz. Das ist ein Arsch. Also, du machst aber komische Geräusche, aber auch hier liegt ja was. Moment. Zeitbombe collected. Hey, ich habe Zeitbomben hier liegen. Zeitbomben. Ein ja. Moment. Das ist doch schon ein Anzeichen dafür. Geh da mal weg. Mach aber erstmal an oder so. Ja, ich weiß nicht, ob man das anmachen muss. Also wenn es eine Hand hast du nichts ist. Ja. Nice. Hat anscheinend funktioniert. Sehr gute Idee. Mach hier mal. Ich bin irgendwie taub. Es ist ein bisschen ekelhaft. Ich weiß ja nicht, wie du es empfindest. Du findest es wahrscheinlich. Das ist nicht so leicht. Aber hier liegt doch auch mal so Zeug. Was liegt denn hier so? Achso, Arm. Nee, das will ich nicht am Scheiße. Ich hab meinen Arm aufgehoben. Warte, den muss ich gleich mal wieder aus meinem Inventar rausschmeißen. Ich mag jetzt keinen Arm in meinem Inventar haben. Stimmt, ich habe noch so viele Rotten, Leck und Ding. Kann ich das eigentlich abhauen? Wo ist denn jetzt dieser Arm hin? Fallen lassen. Ja. Wo ist denn der Arm hin? Ganz rechts. Ganz rechts? Boah, ich glaube, ich mache jetzt auch mal Taschen damit. Ach, hier, bei den Knochen. Kann ich? Ja, Taschen habe ich schon. Kann man die überhaupt fallen lassen? Mit Rechtsklick, glaube ich.
Mit Rechtsklick. Aber mit Rechtsklick tust du noch ausrüsten, oder? Essen tust du mit Rechtsklick. Und ich habe es gerade abgelegt. Also, bei mir war er schon verrottet. Ich weiß nicht, ob es dann vielleicht anders ist. Also, ich kann mit Rechtsklick essen und mit Linksklick ausrüsten. Okay, ich lasse ihn lieber mal drin, bevor ich jetzt eine Scheiße mache. Du musst warten, bis er verrottet ist. Ja. Oh. Hm. Hallo, Friends. Oh, Rüstung! Oh, ich hab keinen Aufgang, ne? Mal ein bisschen warten. So, okay. Hinter dir. Der ist aufgestanden. Was? Was? Ach so, da. Okay, nice. Dann können wir uns noch. Was ist das für ein. So, dann. Oh, ne, der ist ein bisschen größer. Oh. Oh, scheiße, kommen wir da wieder zurück. Oh, ich sehe gerade, ob ich auf das Viech mal einen Molly werf. Hab ich doch letztens auch schon. Hat ihn auch nicht so viel ausgemacht. Ja, gut, das war ja Masse. So. Bitte vorher anzünden. Mal ja, ich leuchte hier schon. Der oh, fuck, Scheiße. Jetzt kann ich sie nicht anzünden, wenn ich eine fucking Taschenlampe in der Hand habe. Das geht, der legt die automatisch ab. Dann normalerweise. Musst E drücken. Dann zündet er die automatisch an. Oh, fuck. Nee. Also bei mir Flares hat das funktioniert. Aber rennt der uns jetzt echt hinterher, der Typ? So. Ich bin wieder da. Ist er da? Der ist da, oder? Ja. Was, jetzt müsste ich L drücken zum Anzünden? Was zum Teufel? Ja, wegen L wahrscheinlich Licht, oder? Welchen? Normal. Wir spielen normal. Welchen Schwierigkeitsgrad wir spielen, ist normal. LOL, das war ja mal voll daneben. Alter, du bist so kacke. Okay, ich geh schon mal die anderen, die Mutanten abschneiden. Wenn der da hinten ist, juckt er mich eigentlich nicht. Ich bring ihn mal zu dir her. Ich kann E mehr drücken. Doch, jetzt. Ich kann E drücken. Moment mal. Drei. Ja. 3, 2, 1, go. In welchem Schwierigkeitsgrad? Oh, ich höre doch da was. Der steckt in uns. Oh, scheiße, da kommt noch einer. Er ist in uns. Er ist in uns. Da ist die Wand. Okay, warte, jetzt hier. Muss man. Oh. Ah, ich bin gerade im Menü, was? Scheiße. Das funktioniert sehr gut. Mann, wie schnell die Viecher da die sind. Die Viecher nerven aber. Hm. Kommt die hier durch, ja, ne? Wahrscheinlich schon. Ja. Wie weit die einen verfolgen? Nö. Komm, ich, oh, jetzt mach ich mal die Mollys, ha? Wenn du das nicht kannst. Ah, gut, zack. Mach mal. Zünd die Scheiße jetzt an. Nein! Ah, leck mich doch fett. Ich seh nichts. Weil Profis bei der Arbeit. Ja. Au. Boah, meine ganze Rüstung geht wieder schon drüber drauf. Wow! Scheiße. Okay, ich glaube, die Mollys kann man echt knicken in dem Spiel. Hä, hey, aber ich war voll drauf. Ja, ich war vorher auch irgendwie. Man sieht, kann man über. Dann? Boah, ja, jetzt die Fledermäuse, was für ein Bix. Scheiße. Also, den kann man stunnen. Das wird auch interessant wissen. Komm mal ein bisschen okay. Schneller hier. Aber wir stehen jetzt ja schon wieder im Wasser, ne? Ah, oh, shit. Hm. Ah, jetzt brennt er. Jetzt hab ich ihn getroffen. Oder? Bin mir nicht sicher. So wirklich viel passiert da nicht. Oh, einer ist tot. Ich warte hier mal auf dich. Wo bist du denn? Du läufst in die verkehrte Richtung. Wir müssen ja hier lang. Ne, guck, hier ist er. Achso, wegen der Rüstung. Ja, okay. Bin schon unterwegs. Der wird dich hoffentlich nicht allzu schnell verfolgen. Geht's bei dir? Nee. Ja, jetzt. 3, 2, 1, let's go.
Oh nein, er ist in uns. Oh shit. Mann, die sind echt schnell, die Viecher. Komm, warte, 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 jetzt komm, jetzt los, go. Jetzt komm, jetzt rotz mal rein, die, in, die gehen mir gerade voll auf den Keks. So. Ja. Okay, ich hab eh. Ich seh's noch nicht. Jetzt, oder? Okay, 3, 2, 1, let's go. Jetzt hab ich genau zwei Rüstungen verloren in der Zeit, wo wir zwei Viecher gemacht haben. Alter, ich hab richtig viel verloren. Also hat sich das für dich nicht so gerechnet. Nee, gar nicht. Aber wir haben die anderen ja drüben noch nicht gelootet, oder? Und nur einen haben wir gelootet, ne? Nee, noch gar nichts, glaube ich. Noch einer? Muss der andere eng? Ah, nee. Alter, fuck, was? Soundbug. Oh, ich muss dann die Folge beenden, nachdem wir hier gelootet haben. Jo, okay. Lalalalalala. Bitte nicht despawned, bitte nicht despawned. Sie sind despawned, oder? Jep. Oh, Mann. Schade, was haben wir denn hier so? Oh, was ist hier? Gott, my workers are having a lot of trouble. Christmas tree! Woohoo! Ach, was? Lol. Oh, Rüstung! Oh, shit! Nein, die sind nicht wieder gespawnt, oder? Never ever sind die gespawnt. Echt jetzt? Oh. Wow! Kannst du mal Warte, ich kann für dich leuchten. Kann ich machen. Wow! Ich bin tot. Hast du uns gerade gekillt? Nö, nicht uns. Ich natürlich reanimieren. Achso. Oh, okay. Shit, das kommt! Ah! Zum Glück ist der ein Medic. Lol, der rennt hier hinterher. Der läuft an mir vorbei und rennt hinterher. Geil. Wie die Immolator, das gibt's doch nicht. Ich bin für alle unsichtbar. Stirb, du kleine Ratte. Boah. Wir haben die zerfetzt, das sind 1000 Teile. Ah, nee. Hier liegt ein Leich, aber ich glaube, das ist alt, oder? Nee, hier, komm. Hier, hier. Ich hab eh. Nee, ich seh's noch nicht. Jetzt ist er, ja. 3, 2, 1, let's go. Aha, die Granate, das also. Aber ich glaube, du hast dich mit der Granate gekillt. Nein, aber du warst relativ, du warst doch bei mir, wir waren direkt und ich habe nicht mal Schaden bekommen. Ja, aber ich habe. Doch, ich hab richtig Schaden bekommen, meine ganze Rüstung ist weg. Hast recht, ja. Ja, meine Rüstung war auch komplett weg und nicht weg. Weil ich weniger Rüstung hatte wahrscheinlich. Ja, stimmt. Aber okay. Krass, weil ich habe die ewig Zeit weggeworfen. Entweder habe ich gegen ihn geworfen und er ist halt zu uns gelaufen. Ah, das kann sein. So, dass er die Granate mitgenommen hat. So. Okay, ich hab eh. Okay, 3, 2, 1, go. Schade, Mist, Alter. Meine zwei Tech-Rüstungen sind weg. What the heck? Oh, das ist traurig. Da noch einer. Wo? Mhm. Wo bist denn du? Oder haben wir den schon? Ah. Geht bei mir. Ich würde bei mir. Ja, okay. 3, 2, 1, let's go. Ich merke schon, die Rüstung braucht man aber auch irgendwie. Ja. Scheiße, Mann. Es sind immer noch solche Viecher. Wie viel sind denn von dem hier drin? Das ist ja krank. Ferlos. Ich hau mir erstmal die Rüstung hin, weil nicht, dass nochmal so eine Scheiße passiert. Aber ich kann schon wieder keinen Seil nehmen. Ja, ich bin voll mit Rüstung. Ich hör doch schon wieder. Oh nee, jetzt hör doch auf. Spawn die jedes Mal, wenn wir zu weit rennen? Geh da weg, ich mag Granate schmeißen. Wow, shit, da ist ja noch einer. Das sind doch immer wieder dieselben zwei, oder? Ich höre da gar nicht mehr auf. Wir müssen mal hier drin bleiben. Ich weiß nicht, ob die immer die neu spawnen. Oh shit. Ach, ich schmeiß Granate. Ja, wohin? Ich sehe ja. Das sind ja die einzigen zwei. Ich bleib mal weg von dir. Zum einen habe ich aber. Ne, beide sind tot umgekippt, glaube ich. Nice. Nice mit einer Granate, sehr schön. Hier, ich bin bei einem. Oh, das wäre Medic gewesen, scheiße. Warte, wo bist du? Da. Kein E, kein. Jetzt E, okay. 3, 2, 1, let's go. So, wo ist denn der zweite? Ah, oder? Das ist der zweite. Okay, 3, 2, 1, let's go. So, deswegen, ich wollte jetzt mal drin bleiben. Ich hatte immer das Gefühl, dass es immer wieder dieselben zwei sind. Ja, ich habe auch das Gefühl.
Erstmal gleich mal. Aber so könnte man richtig krass Mutantenrüstung farmen. Stimmt eigentlich. Ja. Wenn man nicht die ganze Zeit wieder was verlieren würde. Ja, das stimmt. Oh Mann, mich ärgern gerade ein bisschen die Seile, die hätte ich gerne dabei. Aber ja, ich habe es gerade mal eine Rückkehr gemacht. Ich beende jetzt mal die Folge, weil ich bin eh schon drüber. Mit 50 Minuten. Und damit bedanke ich mich natürlich auf YouTube für alle, die dabei waren. Und hoffe natürlich, bleibt es dabei. Lasst ein Like da, vielleicht ein Abo, wenn ihr Bock habt. Und bis zur nächsten Folge. Ciao. Tarikowski.